So, seit geraumer Zeit fliege ich jetzt mit den Pedalen und habe eigentlich ziemliche Probleme damit und kann kaum meine Hände mit den Fußpedalen koordinieren. Dabei ist mir aufgefallen, dass gerade das Schweben besonders schwierig ist, weil meine Füße gar nicht das tun, was sie eigentlich tun sollten. Ich habe mir was Neues ausgedacht und habe festgestellt, das funktioniert eigentlich wunderbar, wie ich dort an die Koordination komme. So, ich gehe mal auf die Außenansicht von meinem Hubschrauber, starte den mal ab und werde dann in Richtung Stadt fliegen, um zwischen den Häusern richtig Schleifen zu fliegen, dass einem richtig übel wird, weil ich habe gemerkt, dort fängt es so an, dass man tatsächlich Routine in den Pedalen bekommt. Deswegen möchte ich das jetzt gleich noch einmal tun. So, wir heben mal vorsichtig ab. Und wollen gleich mal ein bisschen anheben und Richtung Stadt fliegen. So, da sehen wir schon die Stadt. Um jetzt auch ein bisschen Geschwindigkeit zu bekommen, kippe ich ein wenig den Hubschrauber nach vorne. Und jetzt werdet ihr sehen, wir nehmen Geschwindigkeit auf und es wird gleich deutlich einfacher zu fliegen. So, ich müsste jetzt ein bisschen rechts die Pedale treten, damit der Hubschrauber genau schön gerade reingeht. Gerade das danach schauen ist unheimlich schwierig. Und wenn man zwischen den Häusern ist, muss man sich so konzentrieren, nach den Häuserschluchten zu fliegen, dass die Pedale letztendlich automatisch mitgehen. Und das fand ich doch eine ganz witzige Erfahrung. So, wir haben ordentlich Geschwindigkeit und ich fange jetzt mal an, mit dem Joystick zu steuern zwischen den Flugzeugen und gleichzeitig natürlich auch ein bisschen mit den Pedalen mitzutreten. Das geht in Wirklichkeit ganz fantastisch, denn nun steuere ich synchron mit den Pedalen und dem Joystick. Jetzt kommt der Körper und der Geist ganz vernünftig damit klar. Und kann sogar in enge Schluchten fliegen und sofort beim Steuern einfach synchron die Füße und die Pedale mitbedienen, so wie man es mit dem Joystick in Wirklichkeit auch macht. Das sieht ganz verrückt aus und es fühlt sich auch ganz verrückt an. Und ich kann mich jetzt auch wunderbar darauf konzentrieren, dass ich die Höhe halte, indem ich die Nase runterdrücke oder wieder ein bisschen anziehe. Und wenn ich mal wirklich zu nah an so ein Haus komme, dann kann ich kurz anheben. Und es macht unheimlichen Spaß, jetzt zu fliegen. Und wie gesagt, tatsächlich die Koordination der Pedale funktioniert einwandfrei hier. Ich übertreibe das schon manchmal ein bisschen. Ihr müsst es einfach mal üben und wenn man da so reinguckt, dann kommt das doch alles sehr realistisch und macht richtig Spaß, da rumzufliegen. So, ich werde jetzt mal zurück zum Flugplatz fliegen, denn wenn man eine Weile so geflogen ist, dann hat man tatsächlich auch das Gefühl für die Pedale, weil man dann weiß, wo man treten muss. So, und wenn wir jetzt gleich am Flugplatz ankommen, dauert natürlich noch einen kleinen Moment, stelle ich fest, dass ich dann auch tatsächlich da landen kann, wo ich es möchte. Jetzt genieße ich mal noch einen Moment dieses Fliegen und kann auch ein bisschen feiner Gas geben. Und feiner steuern. Ich brauche mich jetzt auf den Pitch überhaupt nicht zu konzentrieren. Das geht nämlich wunderbar alles jetzt nur, indem ich in eine Richtung fliege. Komme ich zu niedrig, brauche ich nur leicht anzuziehen und brauche überhaupt keine Propellerverstellung machen. Und die Fluglinien werden immer weicher, je mehr man tatsächlich so zwischen den Häusern durchfliegt. Und unterm Tisch trete ich tatsächlich immer schön die Pedale und steuere dort leicht die Flugbewegungen mit und kann damit also wunderbar Kurven fliegen.
In Wirklichkeit stehen die Füße ja nicht symmetrisch auf den Pedalen, sondern man hat immer eins ein bisschen doller getreten. Aber man merkt das gar nicht. So, jetzt gehe ich mit dem Pitch ein wenig raus, weil ich möchte natürlich die Nase anheben und etwas bremsen. Und dafür muss ich etwas von dem Pitch wegnehmen. So, automatisch steigen wir natürlich, wenn wir den Hubschrauber anheben. Die Geschwindigkeit etwas verlangsamen, indem wir weniger Anstellung an die Rotorblätter geben. Mit noch etwas weniger Pitch werden wir gleich in den Sinkflug kommen. In Wirklichkeit bin ich schon viel zu hoch gegangen wieder. Aber wenn ich jetzt langsam über den Flugplatz wegfliege, kann ich hinten wieder wunderbar eine Schleife drehen, diesmal etwas langsamer, nicht so schnell, wie wir das zwischen den Häusern gemacht haben. Aber witzigerweise habe ich jetzt immer noch dieses wunderbare Gefühl in den Pedalen und kann damit eine Schleife fliegen. In Wirklichkeit muss ich den Hubschrauber leicht auf die Seite legen und gleichzeitig die Pedale treten. Die Nase ein wenig nach vorne, dass wir unten bleiben. Und jetzt ziehe ich schon wieder zurück, damit ich nicht zu hoch, damit nicht zu tief abfalle. So, jetzt sind wir gleich einmal rum und dann sollten die Gebäude wieder kommen von dem Flugplatz. Und unten steuere ich schon wieder wunderbar mit den Füßen mit. Ich bin ganz begeistert, wie das jetzt von alleine geht, ohne dass ich mich darauf doll konzentrieren muss. Also es ist wirklich die Routine, die man haben muss. Und wir sind wieder bei dem Punkt, dass wir sagen, wir müssen immer üben, üben, üben. Oh, wir sind viel zu schnell. Ich muss den Pitch ein bisschen rausnehmen und dafür die Nase anziehen, damit wir schön bremsen. Oh, das war sehr hart gebremst schon. Und ich kann wieder wunderbar den Hubschrauber drehen. Jetzt muss ich Pitch wieder ein bisschen Gas geben, damit wir nicht zu doll runterfallen, denn sonst schlagen wir gleich unten auf die Landebahn auf. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja seicht landen. So, jetzt gucken wir mal, das war eigentlich schon ganz gut, war hart, aber in Wirklichkeit mit den Pedalen gut angeflogen. So, es geht wieder, ihr müsst ordentlich üben und versucht ruhig einmal schnell durch die Häuser zu fliegen. Das macht nicht nur immensen Spaß, sondern das übt tatsächlich die Koordination mit den Pedalen. Also, viel Erfolg!